Ja, servus Jungs und Mädels. Heute ist der Fred wieder in Einsatz. Auch wieder mit Spieß, aber zwar mit den kleinen Spieß. Da habe ich einen Schaschlik gemacht und das schaut so aus. Und wenn euch das gefällt und wenn ihr sehen wollt, wie das gemacht wird, bleibt dabei, schaut es euch an. Viel Spaß dabei. Also bei unserem Schaschlikspieß brauchen wir einen Nacken. Das sind jetzt ungefähr so 1,5 Kilo. Dann habe ich so gute 700 Gramm gereichertes Lammerl. Das habe ich natürlich auch wieder von meinem Metzger des Vertrauens im Mantel vom Böll geholt. Dann habe ich da Paprika und Zwiebeln. Die habe ich schon ein wenig klar geschnitten. Das Zeug hängt dann. Und da habe ich nochmal kleine Würfeln. Zwiebeln und Paprika, die nehmen wir dann für die Sauce her. Und würzen da ist diesmal, da habe ich so ein Fertigrub für Schaschlik. Wenn wir das dann, jetzt schneide ich mal das Fleisch, dann schneiden wir so scheinbar, so wie ein Steg, so ungefähr 1,5 cm oder was. Der Scheim, dann nehme ich den Scheim, schneide den einmal in der Mitte so durch. Machen wir da mein Brickel so groß, wie ich es halt brauche. Wenn der könnt ihr dann selber von der Größe her jetzt das Walz machen. Ich mache es jetzt einmal so. Das mache ich jetzt mit dem ganzen Fleisch und mit dem Bacon mache ich es genauso. Also Fleisch habe ich jetzt soweit. Jetzt machen wir das gleiche mit dem Bacon. Das schneide ich wahrscheinlich nicht ganz so stark. Ja, ungefähr 3 Stücken. Und dann machen wir da auch genauso, auch so Brickel. Also mit den Zwiebeln mache ich es ganz einfach. Die werden bloß geviertelt. Geschält habe ich schon. Der viertlere. Dann nehmen wir das Äußere, nehmen wir für die Schaschlik selber und das Innere da, den Grüne, den tue ich dann für die Sauce nehmen. Da brauche ich bloß mit dem Messer ein wenig so ein und dann kann man das schön auseinander da. Und den Grüne bei Ihnen da, den nehme ich dann gleich her für die Sauce. Das mache ich jetzt einmal mit den ganzen Zwiebeln da oder so. Ja, mit der Paprika mache ich es ganz einfach. Vorne angeschnitten, hinten ein wenig einer, dann in der Mitte so durch, das Essen, weil das brauchen wir ja nicht, auf die Seiten, da war, und dann schneiden wir da in der Mitte so durch. Und dann machen wir sie da drei so Brecken. Jeweils. So ungefähr, ja. Und das da schneide ich ganz klar. Also, was heißt ganz klar? Ist halt für die Sauce dann. Ich schmeiße noch die kleinen Dinge da, schmeiße ich noch in die Sauce mit ein. So, das Fleisch habe ich jetzt in so eine Konsistform rein. Da muss ich dann mit leichter mit würzen. Da tue ich da mal ein wenig Gewürz drauf. Und dann mische ich es durch. Und dann tue ich es noch ein wenig in den Kühlschrank gehalten, lasse noch ein wenig stehen. Und dann stecke ich den Spieß. Dann will ich mal schauen, wie viel ich brauche. Dann will ich schon ein wenig drauf gehen. Jetzt mische ich mal durch und wenn wirklich, tue ich noch ein bisschen ins Nachgehen. Und wenn ich kann, ich ein bisschen noch ins Alter füllen. Nehmen wir noch ein bisschen ins Honig. Ich
Da riechen das schon mal gut. So, wenn wir mal die Spieße stecken, da habe ich jetzt ein paar Grillfürst, so Spieße geholt. Dann sehen wir anfangen, fangen wir mal mit einer Zwiebel an. Fleisch. Die haben natürlich schön die Spieße, weil die doppelt sind. Also kannst du das Fleisch nicht dran. Paprika. Bacon. Da habe ich ein paar so kleine Zwiebeln rein. Da mache ich auch zwei. Dann mache ich jetzt die ganzen Spieße einmal fertig soweit. Und dann hole ich ihn wieder dazu. Und so schaut ihr jetzt dann fertig hergesteckt aus. Da ist auch hinten das schöne Ding gerade zum Drehen. Kann man schön in die Hände nehmen. Passt. Mache ich jetzt fertig, dann sehen wir sie wieder. Also die Spieße habe ich jetzt gesteckt alle. Haben jetzt 8 Stück mal. Jetzt können wir zum Grill hingehen. Dann müssen wir am Grill auf. Und in der Konsistform machen wir so eine Sauce dazu. Also den Grill habe ich vorgeheizt. Jetzt sehen wir mal die erste Spieße drauf. Die nehmen wir mal kurz an. Grillen. Und dann da ist Zwischenparken. So, jetzt haben wir da einmal drum. Dann werden wir jetzt einmal von jeder Seite ein wenig abrutzen. Deckel wieder zu. Wir haben jetzt knapp 2 Minuten umgegangen. 3 Minuten. Jetzt drehe ich es einmal. Ja, da kriegen wir schon Restaromen. Da auch nochmal ein bisschen. Also ich habe jetzt kurz überall ein wenig abrutzelt. Das habe ich jetzt essen. Und da sind die Schalen da rein. Ein paar Zwischenparken. Dann tue ich die da rein. Die lasse ich jetzt heiß werden. Da tue ich ein wenig Öl rein. Und dann tue ich die Zwiebeln rein. Und die Paprika, wenn wir klar geraspelt haben. Oder klar geschnitten haben halt. Da ein bisschen Öl rein. Und dann brennen bloß links und rechts und das dann in die Mitte rein und indirekt, wenn wir es dann fertig machen. So, dann nehmen wir die Tomaten, Paprika und Zwiebeln rein. Nehmen wir jetzt ein wenig Rosig andünsten bloß und dann ein wenig Tomatenmark. Die Zwiebeln meine ich, die waren schon soweit, die passen. Die brauchen wir nicht brausen. Jetzt tue ich ein wenig Tomatenmark rein mit hin. Mal schauen, so 2-3 Esslöffel voll werden wir brauchen. Das werden wir jetzt auch kurz mit anrösten noch. Und dann können wir die pürierten Tomaten schon drauf da. Also gut, die Paprika und Zwiebeln passen. Die tue ich jetzt da im indirekten Bereich her. Und dann tue ich gleich die pürierten Tomaten drauf. Dann ein wenig durchgerührt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da nur mal wenn ich brauche dann oder was, das sehe ich jetzt schon. Aber ich glaube, es kann das gehen. Durch das, weil ich jetzt keine Chili nicht gekriegt habe, keine frische, muss ich mir anderweitig behelfen. Und zwar mache ich halt das, was ich da. Chili-Sauce. Ich tue jetzt einmal die ganze Flasche neu. Wieder ein wenig verrühren. Und wenn es dann heiß ist, dann tue ich Schaschlik rein
und lade ich vielleicht so, sage ich jetzt schon eine Stunde, eineinhalb Stunde, wie ich es drum lade, mein. Und da habe ich nur ein wenig so eine Worcester-Sauce oder Worcester-Sauce, wie man sagt. Da tue ich auch ein paar Spritzen mit ein. Nochmal durchgerührt schön. So, das lassen wir also ein wenig kicheln und dann tun wir die Schaschlik ein. So, jetzt glaube ich, ist es an der Zeit, jetzt kommt die Schaschlik ein da wieder. Den muss ich halt dann, weil sie jetzt so viel sind, muss ich dann ab und zu mal ein wenig umschlichten. Dass jeder nicht ein wenig in der Sauce drin liegt. So, ich glaube, das schaut alles ganz gut aus. Jetzt kommt man mal ins Essen da zum Testen. Nehmen wir mal dies gleich. Nehmen wir einen Dollar drauf. Da ist zwar der Dollar ein wenig knapp, aber das werden wir sehen, das wird funktionieren. Also, so schaut das jetzt aus. Jetzt sehen wir uns mal da ein bisschen was an. Mal das Fleisch, Zwiebel, ein wenig Bacon. Und dann werden wir diese mal kosten. Bacon, Zwiebel. Einmal frei. Ein wenig Sauce dabei, also ein wenig Fleisch einmal probieren und dann kommen wir zum Fazit, aber zuerst einmal essen. Butterweich. Also kommen wir zum Fazit. Das hat also jeden geschmeckt, der Spieße da und ein bisschen mehr Schärfen halt draus auch können vielleicht eventuell. Aber das ist Geschmackssache, jeder muss das selber ein wenig entscheiden. Und ansonsten ist es eigentlich einfach zum Zubereiten. Geht ziemlich schnell zum Zubereiten. Braucht man bloß das Fleisch ein wenig schneiden und dann die Spieße herrichten. Und am Grill drüben habe ich jetzt so eine halbe Stunde oder was gehabt. Und das langt. Da hat man dazwischen auch schon Zeit. Mal wieder umdreht und fertig. Wenn euch das Video gefallen hat, irgendwo da oben kommt jetzt noch mein Logo. Da könnt ihr draufklicken, könnt ihr mich abonnieren. Und für die, die es noch nicht gemacht haben, die Glocken aktivieren, nicht vergessen. Daumen nach oben, wenn es geht. Und eventuell auch wieder mal einen Kommentar abgeben dazwischen. Ich schaue, dass ich wieder was machen kann mit dem Fred. Also, bis zum nächsten Mal dann. Habt ihr euer Oberpfalz Barbecue.